Ich möchte Herrn Helmut Willems und seine Mitarbeiterin, die Frau Christian Meyers, ganz herzlich begrüßen. Sie werden euch eine Übersicht geben über die Situation und die Fragestellung, die sich Jugendliche in Luxemburg stellen. Das mag ein bisschen komisch scheinen, wenn wir jetzt den Anspruch haben, von hier zu sagen, was ihr seid. Das wisst ihr ja viel besser als wir. Aber vielleicht können das, was ihr jetzt erfahren werdet, vielleicht kann das euch helfen, euch besser in der Jugend im Allgemeinen in Luxemburg, in der Luxemburger Gesellschaft zu situieren, um zu sehen, was eure Anliegen sind, eure persönlichen, wiefern dass die geteilt sind von anderen, welche Fragestellungen ihr habt, welche von einer großen Zahl von Jugendlichen gegebenenfalls geteilt werden oder auch gegebenenfalls anders gesehen werden. So, jetzt genügt es aber. Hm? Das ja. Entscheiden. Also ich möchte sofort dann das Wort an Helmut Willems geben. Ja, vielen Dank für die Einladung von Seiten des ASTI, aber auch vom Lyceum hier. Ich weiß überhaupt nicht, ob man hinten mich verstehen kann, weil ich kein Mikro habe. Sie müssten mir das... Ist okay. Wunderbar. Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, dass ich Gelegenheit habe, mit Ihnen zu reden. Ich hoffe, ich stehle Ihnen nicht die Mittagspause. Es ist für mich ein großes Vergnügen, Ihnen ein paar Sachen präsentieren zu können, die wir als Forscher hier an der Universität in Luxemburg erarbeitet haben. Ich bin weit davon entfernt, das zu tun, was mein Vorredner gesagt hat, nämlich Ihnen erzählen, was ich glaube, was Sie denken, sondern ich erzähle Ihnen ein wenig, was für ein Bild wir uns als Forscher von der Jugend hier in Luxemburg gemacht haben. Wir machen Jugendforschung an der Universität Luxemburg. Wir machen das zum Teil, weil das aus unserer Profession, aus unserer Forschungstradition heraus ein wichtiges Feld ist, die Jugendforschung. An der Jugend kann man sehr viel ablesen darüber, wie die zukünftige Gesellschaft sich entwickeln wird. Aber wir machen es auch im Auftrag gesellschaftlicher Instanzen, vor allem auch im Auftrag der Politik, die stellvertretend für die Gesellschaft immer die gleiche Frage hat, wie wird denn unsere Jugend? Das heißt, übernimmt die Jugend denn all das an Verpflichtungen, all das an Aufgaben, was die Gesellschaft in Zukunft bewältigen soll? Und von daher hat Politik, hat Gesellschaft immer ein Interesse daran, zu erfahren, wie ist die Jugend, was macht sie, wie strebsam ist sie, teilt sie die gesellschaftlichen Werte oder ist sie auf einem ganz anderen Weg? Warten wir das kurz ab. Das ist so ein wenig der Kontext, aus dem ich berichten will. Wir haben, also mein ganzes Team, und viele aus der luxemburgischen Gesellschaft und ich, wir haben vor 2 Jahren den ersten luxemburgischen Jugendbericht erarbeitet. Ein sehr umfassendes Werk, mit dem wir versucht haben, der Politik bestimmte Rahmeninformationen zu geben über die Situation der Jugendlichen. Und ein Teil meines Vortrags wird sich eben auch auf diese Daten beziehen. Ich werde Ihnen versuchen, das zu präsentieren. Aber ich werde auch versuchen, andere Sachen zu machen. Hier sehen Sie so ein wenig das, diese 7 Punkte, die ich mir vorgenommen habe zu machen, wobei ich meinen Nachbar bitten muss, mich zu unterbrechen, wenn ich im Zeitverzug bin oder zu lange rede. Ich habe keine Uhr. Also wir schalten einfach das Mikro ab. Ja, du schaltest da alles auf. Ja, das ist gut. Also zunächst einmal möchte ich Ihnen ganz gerne was sagen, warum es eigentlich für uns als Forscher schwierig ist, über Jugend zu reden. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass Jungsein so schwer zu definieren ist, vor allem heute in der Gesellschaft, wo man viele 60-, 70-Jährige sieht, die gekleidet sind wie 15-, 20-Jährige. Und wenn man sie fragt nach ihrem Alter, sagen sie, ach, ich fühle mich eigentlich ganz jung. Also Jungsein ist nicht nur eine Frage des Alters, sondern ist auch eine Einstellung in unserer Gesellschaft. Deshalb ist es so schwierig, etwas zu sagen über die Altersgruppe, die jung ist, über die Jugendlichen selbst zu sagen. Wir haben nun eine Situation, dass wir feststellen müssen, dass Jugend selbst sich verändert hat. Jugend hat sich verlängert, sie hat sich ausgedehnt.
Woran liegt das, dass Jugend sich ausgedehnt hat? Nun, das liegt zum einen vor allem daran, dass junge Menschen heute viel länger als noch vor 20 oder 30 Jahren in Bildung investieren, dass sie viel länger und viel mehr in höhere Studiengänge hineingehen, studieren, Abschlüsse machen. Sodass wir auf der einen Seite eine Verlängerung der Jugendphase haben bis ans Ende des dritten Lebensjahrzehnts, also bis Ende 20, wo junge Leute dann mit ihrem Masterabschluss oder ihrer Promotion erstmal einen Abschluss gefunden haben. Aber wir haben auch eine Verlängerung oder Verschiebung der Jugendphase nach vorne, also ins Kindheitsalter hier rein. Wir erleben seit einigen Jahrzehnten, dass sich körperliche, aber auch psychische Reifeprozesse nach vorne verlagern. Also ein Teil der Kindheit schon ganz anders ist, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Woran liegt das? Das hängt sehr stark damit zusammen, dass Kindheit heute nicht mehr dieser Schonraum ist, dieser Schutzraum, von dem wir viele Themen weghalten, politische Themen, problematische Fragen wie Sexualität, aber auch Religion. Viele Themen haben wir immer von der Kindheit weggehalten, spätestens seit die Massenmedien den Alltag dominieren, ist das nicht mehr möglich, verschwindet ein Teil der Kindheit, verlagert sich Jugend eben zeitlich auch nach vorn. Dadurch haben wir einen sehr breiten Raum, über den wir reden, Altersraum, wenn wir von Jugendlichen reden. Wir haben in unseren Untersuchungen die Gruppe von 12 bis 29 Jahren als Jugend definiert und alleine daran erkennen Sie, wie schwierig das ist und wie unterschiedlich die Personen doch sind, die man dann in den Blick nimmt. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, den habe ich hier umschrieben als Jugend als Verlierer des demografischen Wandels. Das ist etwas pointiert beschrieben, aber ich will kurz erläutern, was ich damit meine. Demografischer Wandel heißt in Europa in erster Linie, dass die Gesellschaft, die Bevölkerung der Gesellschaften durchschnittlich gesehen älter wird. Das heißt, dass der Anteil alter Menschen in der Bevölkerung zunimmt. Wenn man sich dann anschaut, wie viele alte Menschen, wie viele junge Menschen gibt es in der Gesellschaft, dann sieht man, dass sich hier die Gewichte verlagern. Wenn Sie ein Land aus der dritten Welt nehmen, sehen Sie, dass über 50% der Bevölkerung jünger als 30 Jahre ist. Wenn Sie ein Land aus Europa nehmen oder Luxemburg nehmen, sehen Sie, dass hier die Zahl, der Anteil derer, die unter 30 sind, vielleicht noch 20% ausmacht. Das heißt, hier verlagern sich die Gewichte zwischen den Generationen. Und das ist aus Sicht der Jugendforschung etwas, was durchaus problematisch ist. Zum einen, weil wir wissen, die Politik orientiert sich immer an den großen gesellschaftlichen Gruppen. Das heißt, da ist weniger Aufmerksamkeit möglicherweise für Jugend und mehr Aufmerksamkeit für das Alter. Das ist das eine. Das andere aber, was langfristig wichtig ist, das ist, die Gesellschaft schaut natürlich ganz gezielt auf die Jugend, weil sie weiß, das ist die produktive Generation von morgen. Und diese produktive Generation von morgen muss immer größere Anteile der Bevölkerung finanzieren, die schon im Rentenalter sind. Wir sprechen hier von der Abhängigkeitsratio, also von der Abhängigkeitsquote, die sich zulasten der jungen Generation verändert hat. Also das ist für mich auch ein zweiter wichtiger Punkt. Dann gibt es einen dritten Punkt, den habe ich hier überschrieben mit die Jugend gibt es nicht. Die Franzosen, vor allem die französischen Kollegen in der Forschung, machen deshalb auch ungern so etwas wie Jugendforschung. Die machen schichtbezogene Forschung, ungleichheitsbezogene Forschung, aber sagen, Jugend als soziale Gruppe gibt es nicht. Das ist ein Hinweis darauf, dass Jugend eigentlich sehr, sehr unterschiedlich ist, je nachdem, aus welchem sozialen Milieu die Jugendlichen kommen, welche kulturellen Hintergründe sie haben und so weiter und so fort. Und ein Großteil meines Vortrags wird auch versuchen, das deutlich zu machen. Und dann wollte ich noch einen letzten Punkt vorausschicken, das ist die Individualisierung jugendlicher Lebensstile. Das ist etwas, was Sie alle bestens kennen. Jeder kann heute weitgehend selbst entscheiden, wie er oder sie rumläuft,
wie man sich kleidet, wie man sich anzieht, wie man sich zurecht macht, zu welcher Szene man sich zugehört und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine zunehmende Emanzipation des Individuums von seinem sozialen Background. Das heißt, Eltern, Verwandtschaft, Nachbarschaft bestimmen immer weniger, was aus dem Einzelnen wird, wie der Einzelne leben soll, wie er sich anzuziehen hat, was er zu denken, was er zu glauben hat. Und das bezeichnen wir mit der Individualisierung von Lebensstilen. Also auch das ist etwas sehr Wichtiges, auch das ist etwas, was Jugend ausmacht. Ich will jetzt weitergehen und will vor diesem Hintergrund versuchen, einige Aspekte von Ungleichheit hier in Luxemburg uns anzuschauen. Wir haben sehr viel an diesem Thema gearbeitet. Wir haben also versucht zu schauen, wo finden wir denn Ungleichheit unter den Jugendlichen in Luxemburg. Und hier haben wir zunächst einmal eine Definition, wo Sie sehen, was alles sind Elemente von Ungleichheit. Das kann sich auf materielle Ressourcen beziehen, aber es kann sich auch auf sozial unterschiedliche Ressourcen oder unterschiedliche kulturelle Ressourcen beziehen. All das nehmen wir in den Blick, wenn wir versuchen, über Ungleichheit zu reden. Was ganz wichtig ist und was wir immer wieder erleben, ist, dass die Jugendlichen ganz unterschiedlich profitieren beim Aufwachsen, bei ihrem Gang durch die Bildungseinrichtungen davon, was ihnen die Familie als Ressourcen zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn eine Familie sehr reich ist, dann ist die Ressourcenausstattung auch eines Jugendlichen, der in dem Bildungssystem zurechtkommen muss, eine völlig andere als die, wenn eine Familie sehr, sehr, sehr arm ist. Oder auch kulturell ist es ein großer Unterschied, ob ich in einer Familie groß werde, in der nur eine Sprache gesprochen wird oder in einer Familie, in der 3, 4 Sprachen gesprochen werden. Das heißt, wir haben hier tatsächlich verschiedene Aspekte sozialer Ungleichheit, die über die Familie wirksam werden und darüber aber auch den Bildungserfolg und den zukünftigen Erfolg junger Menschen mitbestimmen. Und wir haben in einer frühen Studie zur Jugend in der Stadt Luxemburg schon einmal festgestellt, dass es in Luxemburg die Tendenz der Reproduktion sozialer Ungleichheit gibt. Das heißt, wir haben damals festgestellt, dass es eine Tendenz gibt, dass diejenigen Kinder und Jugendliche, die aus reichen, wohlhabenden Familien kommen, Berufe übernehmen, Berufe einnehmen, Bildungsgänge abschließen, die sie auch wieder in die Lage versetzen, in dieser sozialen Schicht zu landen. Und umgekehrt, dass Kinder, Jugendliche aus armen Familien Schwierigkeiten im Bildungssystem haben und dann tendenziell eher auch wieder in unteren oder mittleren sozialen Schichten später zu finden sind. Das heißt, eine Tendenz zur Reproduktion sozialer Ungleichheit ist auch hier in Luxemburg gegeben. Das könnte man akzeptieren, wenn die Gesellschaft sich nicht etwas anderes als Ziel gesetzt hat. Die Gesellschaft verpflichtet sich als Ganzes, Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen herzustellen. Das heißt, jedem Kind, jedem Jugendlichen, ungeachtet seiner sozialen oder kulturellen Herkunft, die gleichen Chancen auf Bildung, die gleichen Chancen auf beruflichen Erfolg und sozialen Status zu ermöglichen. Deshalb ist das eine ganz schwierige Frage und etwas, was auch sehr kritisch in der Politik und in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ein zweiter Aspekt der Heterogenität, der Ungleichheit, der Unterschiedlichkeit innerhalb der Jugendlichen ist natürlich die ethnisch-kulturelle Heterogenität. Ich habe hier zur Veranschaulichung einfach einmal die Bevölkerungsstrukturen des letzten Jahrhunderts mitgebracht. Und da sehen Sie, dass die luxemburgische Bevölkerung sich von 1910 bis 2010, also in diesem Jahrhundert, von einer dominant homogenen Gesellschaft zu einer deutlich heterogenen Gesellschaft gewandelt hat. Im Jahre 1910 war der Anteil der Migranten überschaubar. Er war auf einem relativ niedrigen Niveau. Heute ist er auf einem relativ hohen Niveau. Das heißt, die Heterogenität der Gesellschaft
hat enorm zugenommen. Das ist ein Aspekt von Ungleichheit, der auch mit vielen anderen Dingen zusammenhängt. Und Sie sehen auch, wie das in den verschiedenen Generationen ausschaut. Wenn Sie die oberen auf der rechten Seite der Tafel, wenn Sie doch die oberen Altersgruppen anschauen, also die Erwachsenen und die Generation der Pensionäre, dann sehen Sie, dass bei den über 60-Jährigen der Anteil der Migranten relativ gering noch ist. Und wenn Sie nach unten gehen, in den Bereich der Erwerbstätigen, aber auch in den Bereich der Kinder und Jugendlichen, sehen Sie, dass hier deutlich höhere Anteile von Migranten sind. Eine Erfahrung, die Sie alle im Alltag machen, in den Schulen, in der Freizeit, wo Sie sind, dass eben das Ganze sehr gemischt ist, sehr heterogen ist. Also von einer homogenen zu einer heterogenen Gesellschaft. Das sind Zahlen von 2009, die das noch ein wenig deutlich machen. Hier sehen Sie oben, dass der Migrantenanteil in der Gruppe der 12- bis 29-Jährigen, also der Altersgruppe, die ich mir heute genauer anschauen möchte, dass er da noch einmal höher ist als für die Bevölkerung insgesamt. Und Sie sehen einfach aufgelistet ein paar Hinweise darauf, welche unterschiedlichen Nationalitäten hier beteiligt sind und in welcher Größenordnung sie in der Struktur der 12- bis 29-Jährigen auch beteiligt sind. Dann möchte ich einen weiteren Punkt machen. Ich hatte die soziale Ungleichheit schon angesprochen, die ethnisch-kulturelle, und hatte auch schon die ungleichen Bildungschancen angesprochen. Wir haben uns diese ungleichen Bildungschancen sehr genau angeschaut, auch in dem Jugendbericht, den wir für das Ministerium verfasst haben, weil Bildung eigentlich das Kapital ist, das junge Menschen für ihre Zukunft ansammeln müssen. Bildung ist die Schlüsselressource für alles. Ohne Bildung ist heute keine vernünftige Platzierung mehr auf dem Arbeitsmarkt möglich. Wir sprechen in der Arbeitsmarktforschung von einer Tendenz zur Höherqualifizierung. Das heißt, tendenziell muss man heute für alle Berufe eine höhere Qualifikation haben als noch vor 10 oder vor 20 Jahren. Also eine Höherqualifizierungstendenz auf dem Arbeitsmarkt. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich die Frage dann sehr wichtig, welche Bildungschancen haben die Kinder und Jugendlichen und haben sie gleiche Bildungschancen oder gibt es da Faktoren, die dazu führen, dass die einen bessere Chancen und die anderen schlechteren Chancen haben? Das ist Thema vieler Studien. Luxemburg kennt einige dieser großen Studien wie PISA ja und die Ergebnisse werden ja auch in der Öffentlichkeit heiß diskutiert. Wir haben für den Jugendbericht uns dies noch einmal genau angeschaut. Wer hat denn welche Chancen auf welchen Bildungsabschluss? Und haben eben unter anderem festgestellt, dass wir in Luxemburg sowohl was die Beteiligung an höheren Bildungsgängen angeht, als auch was den Erfolg in diesen Bildungsgängen betrifft, dass wir ungleiche Chancen haben, je nachdem, welche Nationalität der Schüler, die Schülerin hat und je nachdem, was seine oder ihre soziale Herkunft betrifft. Das heißt, nach wie vor haben Schüler, die aus höheren sozialen Schichten stammen, eine höhere Beteiligung an den höheren Bildungsgängen und sie haben noch tendenziell einen höheren Bildungserfolg als Kinder und Jugendlichen, die aus unteren Schichten kommen. Und nach wie vor haben wir in Luxemburg auch die Nationalität als ein Faktor, der einen Unterschied macht. Tendenziell waren Jugendliche mit Luxemburger Nationalität im Hinblick auf den Bildungserfolg besser gestellt als Jugendliche, die eine andere nicht-luxemburgische Nationalität hatten. Ich sage tendenziell, weil es hier auch Abweichungen gibt, kleine Gruppen von Jugendlichen ausländischer Nationalität, die durchaus auf luxemburgischem Niveau sind. Aber in der Tendenz ist dies ein ganz wichtiger Punkt. Vor diesem Hintergrund haben wir natürlich schon die Möglichkeit auch zu sagen, wo tauchen denn in Zukunft Problemgruppen auf? Jetzt schon in der Jugend erkennbare Problemgruppen. Und wir wissen, wenn der Arbeitsmarkt tendenziell immer mehr gut qualifizierte Jugendliche
braucht, dann wissen wir, dass jeder Jugendliche, der die Schule abbricht, der Schwierigkeiten in der Schule hat, der mit niedrigen Bildungsabschlüssen aus dem Bildungssystem ausscheidet, dass diese Jugendlichen natürlich als Problemgruppen irgendwann wieder auftauchen, weil sie arbeitslos bleiben oder Schwierigkeiten haben. Und hier haben wir übrigens festgestellt, dass zum einen viele Jugendliche aus Migrantenfamilien in diesen Problemgruppen zu finden sind und zum anderen vor allem auch eher Jungen als Mädchen. Das ist insofern ein interessanter Aspekt, weil er etwas umdreht, was jahrzehntelang anders war. Jahrzehntelang galten die Jungen, also die jungen Männer, eher als Gewinner des Bildungssystems. Das heißt, sie haben mehr höhere Abschlüsse gemacht und waren tendenziell auch besser. Und dieser Trend hat sich verändert, hat sich umgedreht, auch hier in Luxemburg. Wir haben heute in Luxemburg mehr junge Mädchen, die höhere Bildungsabschlüsse machen. Und diese jungen Mädchen machen auch in der Tendenz bessere Abschlüsse als die Jungen. Das heißt, hier hat sich im Geschlechterverhältnis durchaus etwas verändert. Und Sie sehen hier ganz unten auf dieser Folie noch einen etwas kryptischer Satz, diese nicht kompensatorische Funktion nonformaler Bildungswelten. Das muss man natürlich erklären. Wenn wir heute als Forscher über Bildung reden, reden wir schon lange nicht mehr nur über das, was in der Schule geschieht. Das mag man vielleicht hier in einem Gymnasium nicht so gerne hören. Aber wir reden heute schon länger von einer Deinstitutionalisierung der Bildung. Das heißt, Bildung findet nicht nur in den großen Institutionen, Schule, Gymnasium, Universitäten statt, sondern Bildung findet immer häufiger auch außerhalb statt. Überall dort, wo junge Menschen sich zusammentun, etwas anderes machen, etwas planen, etwas organisieren, überall dort finden auch Bildungsvorgänge statt. Oder in Vereinen, in Organisationen, in Parteien, die ihren eigenen Nachwuchs unterstützen, dabei bestimmte Kompetenzen zu erwerben. Und all diese Bereiche nennen wir den Bereich der nonformalen Bildung. Und es war nun eine spannende Frage für uns zu schauen, wie verhält sich das denn mit der schulischen, also der formalen Bildung und der nonformalen Bildung? Ergänzt sich das? Haben die, die in der Schule mehr Schwierigkeiten haben, vor allem im außerschulischen Bereich vielleicht mehr Chancen? Oder wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Welten? Und darauf bezieht sich dieser Klammerausdruck nicht kompensatorisch. Das heißt, Schwächen, die jemand im schulischen Bereich hat, die werden in der Regel nicht kompensiert, also ausgeglichen dadurch, dass diese Person im außerschulischen Bereich viel mehr nonformale Bildung erfüllt. Das ist in der Regel eine Ausnahme. Also das schönste Beispiel kennen Sie alle von Bill Gates. Bill Gates war jemand, der in Harvard einen Abschluss machen wollte und schon, wenn ich das recht sehe, im zweiten Semester aufgehört hat. Das wäre aus Sicht der Bildungssoziologen ein klassischer Problemfall. Jemand, der schwer zu vermitteln wäre, weil er keinen Abschluss hat, der auch nicht das Wissen hat, um sich damit auf dem Arbeitsmarkt zu bewerben. Und dieser Bill Gates war aber Teil einer Clique, die in irgendeinem Raum, in irgendeiner Kammer an Computern basteln durften. Das heißt, die ganz innovativ, ganz aus eigenem Antrieb, ohne Unterstützung einer Organisation, in der Lage waren, ihre Ideen weiterzuentwickeln und viel Wissen zu erwerben. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass jemand nicht in der Schule, sondern im außerschulischen Bereich sich eine Expertise, eine Kompetenz entwickelt hat. Aber die Mehrzahl von uns und von Ihnen sind keine Bill Gates. Für die Mehrzahl funktioniert es anders. Diejenigen, die im schulischen Bereich sich schwer tun, tun sich auch im außerschulischen Bereich meist schwer, in Bildung zu investieren. Das ist ein problematischer Zusammenhang, den wir noch irgendwie versuchen müssen aufzuknacken, damit hier auch die Möglichkeiten sich verbessern. Ja, das ist einfach nochmal, damit Sie sehen, wo Luxemburg in der internationalen Landschaft steht, ein Überblick über Eurostat-Daten zu verschiedenen Ländern. Ganz oben die Schulabbrecherquote Luxemburg, das sieht ja ganz gut aus im europäischen Vergleich.
Ganz unten sehen Sie den dunklen Strich der EU-27-Durchschnittswert. Also vor diesem Hintergrund könnte man sagen, ist das relativ unproblematisch. Die Zahlen schwanken allerdings auch für Luxemburg in den letzten Jahren immer wieder. Also es gab auch schon Werte, die über 7% lagen, die näher an 10% oder darüber lagen. Insofern ist dieses Problem der Schulabbrecher durchaus auch ein Problem, das man ernst nehmen muss. Und hier sieht man wiederum, dass das Geschlecht, nämlich die Jungen, und das Nationalität, also ausländische Nationalität, ein Risikofaktor sind. Das heißt, hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man zu dieser Gruppe gehört, als für den luxemburgischen Jugendlichen. Und es gibt auch einen Zusammenhang mit Jugendlichen, die eher im technischen Sekundarunterricht sind. Also das ist ein Hinweis, wie sich die Zahl der Schul- oder der Anteil der Schulabbrecher gegenwärtig in Luxemburg als im internationalen Vergleich verankern lässt. Dann haben wir ein weiteres Problem, das ich ansprechen möchte. Das ist das Problem der Armut. Wir leben nun hier in Luxemburg alle in einem sehr reichen Land. Sowohl im OECD-Vergleich, also der Vereinigung der Länder mit hoher materieller Entwicklung, hoher industrieller Entwicklung, als auch in der EU gehört Luxemburg zu einem der reichsten Länder. Trotzdem reden wir auch hier in Luxemburg über Armut und über Armutsrisiken. Hier gibt es nun einen ganz spannenden Punkt. Wenn Sie in Europa über Armut reden, dann fallen in nahezu allen Gesellschaften als erstes die Hinweise darauf, das Problem sei die Altersarmut. Das heißt, ältere Menschen, die mit zu wenig Rente, zu geringen Einkommen aus dem Beruf ausscheiden und dann in der Gefahr sind, in Armut leben zu müssen. Das ist in den meisten europäischen Ländern ein ernstes Problem. Luxemburg ist hier die absolute Ausnahme. In Luxemburg ist der Anteil der Altersarmut vergleichsweise sehr gering. Es gibt sie auch, will ich nicht negieren, aber vergleichsweise sehr gering. Dafür aber ist in Luxemburg der Anteil der Armut und das Armutsrisiko im Kinder- und Jugendbereich vergleichsweise hoch. Das heißt, wir haben hier merkwürdigerweise im Bereich der Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wenn man so will, höhere Werte oder Werte, die mit anderen europäischen Gesellschaften vergleichbar sind, aber im Bereich der Alten haben wir eher niedrigere Werte. Das ist merkwürdig, dass gerade die Kinder und Jugendlichen hier durch Altersarmut, durch Armut betroffen sind. Woran liegt das? Womit hängt das zusammen? Nun, es hängt natürlich sehr viel damit zusammen, dass Menschen, die viele Kinder haben, oft weniger oder erfolgreich im Beruf sind, mehr Arbeit, mehr Familienarbeit auf die Kinder ausrichten müssen, als beide Eltern in Berufstätigkeit schicken zu können. Ein Problem sind auch alleinerziehende Elternteile. In der Regel haben wir große Armutsprobleme immer dann, wenn wir Mütter oder auch manchmal Väter haben, die alleine für ihre Kinder sorgen müssen, weil sie dann auch nicht mehr so stark berufstätig sein können. Und wir haben natürlich das Problem generell auch überall dort, wo Menschen mit niedriger Qualifikation oder ohne Qualifikation versuchen, auf dem Arbeitsmarkt tätig zu werden. Das heißt, überall dort haben wir Probleme mit niedrigen Einkommen, niedrigen Löhnen und dann auch mit dem, was wir eben Kinder- und Jugendarmut nennen. Nun will ich nicht verschweigen, dass der Armutsbegriff sehr schwierig ist. Wir reden hier immer von relativer Armut. Das heißt, Armut, über die wir hier reden, ist immer relativ zum Reichtum der anderen gemessen. Das ist natürlich ein Problem. Deshalb haben wir hier auch dazu geschrieben, es gibt vergleichsweise wenige in Luxemburg, die sich wirklich arm empfinden. Also der subjektive Armutsindikator, wenn wir Menschen selbst fragen, empfindest du dich arm, ist relativ niedrig.
Aber wenn man die soziale Ungleichheit als Maßstab nimmt, also schaut, wie viel hat jemand in diesem reichen Land und dann eine Quote festlegt, ab wann man von Armut spricht, nämlich in der Regel bei 60% des Durchschnittseinkommens, dann sehen wir eben, dass Luxemburg hier durchaus eine Problematik aufweist, die man so vielleicht hier gar nicht vermutet hätte. Wie bin ich denn in der Zeit? Wunderbar, das ist sehr schön zu hören. Jetzt komme ich zu einem nächsten Punkt, der uns auch sehr als Jugendforscher interessiert hat. Wir haben bereits darüber geredet und darüber geforscht und ich habe das auch schon präsentiert, dass die Familien, reiche Familien, arme Familien, dass es so etwas gibt an sozialer Ungleichheit in der Gesellschaft. Wir wissen auch, dass die nicht in den gleichen Häusern und den gleichen Wohnungen wohnen. Die einen wohnen in den besser gestellten Vierteln, die anderen in schlechter gestellten Vierteln und so weiter und so fort. Und uns hat nun sehr interessiert die Frage, wie ist das denn in der Freizeit der Jugendlichen? Kommen die Jugendlichen, egal aus welchem Milieu sie kommen, egal welchen Hintergrund sie haben, kommen die denn in der Freizeit zusammen? Also mischt sich das alles schön in der Freizeit? Und das wäre ja ein spannendes Ergebnis, wenn wir das feststellen können. Und hier haben wir verschiedene Sachen untersucht. Wir haben Vereinsmitgliedschaften untersucht, wir haben über Jugendhäuser geforscht, wir haben sonstige Freizeitpräferenzen von Jugendlichen abgefragt und so weiter und so fort. Was wir festgestellt haben, war, dass es auch in der Freizeit durchaus Tendenzen zu einer Segmentierung gibt, das heißt zu einem Auseinanderdriften von Jugendlichen gibt. Das heißt vor allem zwischen Jugendlichen mit höherer Qualifikation und Jugendlichen mit niedriger Qualifikation und vor allem zwischen Luxemburger Jugendlichen und Jugendlichen mit anderer Nationalität. Das heißt, es vermischt sich nicht alles so in der Freizeit, wie man das gerne hätte, sondern es gibt auch hier Tendenzen durchaus von Jugendlichen mit Unterschieden, sich aus dem Wege zu gehen oder lieber dort zu sein, wo Jugendliche mit gleichem Hintergrund sind, als dort zu sein, wo Jugendliche mit anderem Hintergrund sind. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich kann mich gut erinnern, wir waren im Süden und haben im Süden in verschiedenen Gemeinden unter anderem mit Jugendlichen darüber diskutiert, wie ist das mit euren Jugendhäusern? Geht ihr da gerne hin und wie oft geht ihr da hin oder seid ihr eher in den Vereinen? Und dann haben die Jugendlichen, die in die Jugendhäuser gingen, gesagt, nein, das machen wir schon auch. Und dann haben wir sie gefragt, warum geht ihr denn da hin? Und dann war eine Antwort immer wieder, ja, da hängen alle rum, die so sind wie ich. Und dann haben wir nachgefragt, was das denn heißt und haben auch die anderen gefragt, die nicht in die Jugendhäuser gingen. Und bei denen haben wir die Antwort bekommen, ja, da hängen so komische Typen rum, die so ganz anders sind als wir, deshalb gehen wir nicht dahin. Das ist das, was wir meinen mit Segmentierung. Und das ist natürlich bei den Jugendhäusern besonders brisant, weil Jugendhäuser eigentlich sich zum Ziel setzen, Jugendliche, egal von welcher Herkunft, zusammenzubringen. Und trotzdem sieht man, dass sich hier auch so etwas wie ein sich aus dem Wege gehen herausgebildet hat, also eine Segmentierung herausgebildet hat. Das heißt also, gerade auch in den Institutionen, und ähnlich gilt es durchaus auch für Vereinsmitgliedschaften etc., gerade dort, wo man sich treffen könnte, ganz unvoreingenommen, ohne viel machen zu müssen, Jugendhäuser, Vereine und so weiter und so fort, gerade dort aber sehen wir, gibt es durchaus auch Tendenzen zu einer Segmentierung. Das ist nicht spezifisch Luxemburgisches, das ist auch in vielen anderen Ländern so der Fall. Ich kann mich erinnern, ich habe in München mal in einem multikulturellen Jugendzentrum eine Forschung durchgeführt und habe sie gefragt, was das Multikulturelle für sie bedeutet. Ja, dass Menschen aller Kulturen zusammenkommen. Und dann habe ich mich umgeschaut im Saal und dann habe ich gefragt, wo sind denn die anderen? Der Saal war voller türkischer Jugendlicher und es gab einen Portugiesen und drei deutsche Mädels, die Freundinnen von türkischen Jungen waren. Das war die Realität in einem multikulturellen Jugendhaus. Also ich nehme dieses Beispiel gerne, weil es etwas auf den Punkt bringt, was wir als Tendenz aber oft beobachten können, nämlich, dass das alles nicht so einfach ist und dass man, wenn man nicht die gleichen Sprachen gleich gut spricht,
die gleichen Werte teilt, dass man dann sehr oft auch dazu neigt, sich aus dem Wege zu gehen. Und hier haben wir eben für Luxemburg durchaus auch festgestellt, dass sich die Ungleichheiten zwischen den Jugendlichen, die wir im Beruf, in der Bildung, in der Familie haben, dass sich die zum Teil eben auch in der Freizeit weiter realisieren. Ich mache einen nächsten Punkt. Das ist ein Thema, das mir selbst sehr am Herzen liegt, das ist die Frage der Transition, also des Übergangs vom Bildungssystem in das Berufssystem. Und ich werde auch hier ein bisschen springen, also die Folie nicht ganz so ernst nehmen. Sie können die verschiedenen Punkte da lesen. Also Übergangsforschung ist etwas sehr Wichtiges. Wir schauen uns genau an, als Forscher, wie funktionieren diese Übergänge. Vor allem deshalb, weil wir wissen, es ist heute alles viel schwieriger, als das früher war. Nun, wir sprechen deshalb heute auch von einer Ausdifferenzierung der Übergänge in den Beruf, von einer Entstandardisierung, vor allem von einer zunehmenden Zahl von Jugendlichen, für die dieser Übergang gar nicht gelingt. Dieser schöne Begriff der Yo-Yo-Transition soll nichts anderes bedeuten wie Jugendliche, die versuchen, auf dem Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsmarkt sich zu verankern, aber immer wieder in Arbeitslosigkeit zurückfallen, neue Maßnahmen machen müssen zur Qualifizierung, es wieder versuchen und wieder in die Arbeitslosigkeit zurückfallen. Also wo der Übergang nicht gelingt. Hier ist Luxemburg durchaus auch gekennzeichnet von einer Entwicklung, die wir in allen modernen Wirtschaften, modernen Gesellschaften kennen. Schwierigere Übergänge und vor allem viele Jugendliche, die diese Übergänge gar nicht packen, die also irgendwo scheitern in diesen Übergängen, die dann damit umgehen müssen. Einige sind fatalistisch und sagen, egal was ich mache, es klappt nie. Andere strengen sich dann doppelt an und sagen, gut, ich muss noch ein bisschen investieren in Qualifikationen. Aber viele andere passen dann auch ihre Erwartungen an und sagen, das mit dem Rechtsanwalt werden war ja eh nichts für mich. Ich schaue mal, vielleicht gehe ich dann doch zum Staat und werde Beamter. Man passt seine Bedürfnisse den Möglichkeiten an. Das ist aber etwas, was durchaus schwierig ist, weil da natürlich ein Teil des Schwungs, des Elans, des Potenzials, den Jugendliche auch mitbringen, verloren geht, wenn sie merken, die Gesellschaft wartet gar nicht auf mich. Da steht niemand, der mich mit offenen Armen begrüßt, sondern das ist ein schwieriger Kampf, sich auf den Arbeitsmarkt zu platzieren. Und hier haben wir eben auch für Luxemburg festgestellt, dass diese Transitionsprobleme eben auch zunehmen, dass es längere Suchphasen für Jugendliche gibt, unsichere Situationen, in denen sie mal prekäre Jobs haben, die dann aber befristet sind oder nicht weitergeführt werden, schlecht bezahlt sind und so weiter und so fort. Im Vergleich zu Deutschland, im Vergleich zu Frankreich und Großbritannien und vielen anderen Ländern haben wir in Luxemburg relativ viele Unterstützungen noch in dieser Phase und relativ wenig Jugendliche, die hier ganz hängen bleiben. Aber für Luxemburg selbst sind die Probleme in den letzten 10 Jahren deutlich angestiegen, was ein Grund auch dafür ist, dass wir uns sorgfältig damit beschäftigt haben. Hier sehen Sie noch einmal die Risikogruppen für die Transition. Merkwürdigerweise erklärlicherweise vor dem Hintergrund, was ich Ihnen erzählt habe, haben die Jungen größere Schwierigkeiten als die Mädchen. Das Problem mit Menschen mit ausländischer Nationalität haben wir auch hier. Ohne dass wir genau wissen, wie es zu interpretieren ist, ist es Ausdruck von geringerer Qualifikation der Menschen mit ausländischem Hintergrund oder haben wir hier auch mit Diskriminierungseffekten zu tun? Das wissen wir nicht genau. Aber es beschreibt eben, wie gesagt, das Problem, das wir in diesem Übergang haben. Das wird besonders deutlich an diesem Punkt hier, Arbeitslosigkeit. Hier haben wir eine Zeitspanne von 11 Jahren, die Sie überschauen können. Wir haben Luxemburg in der dicken braunen Linie, wenn Sie von rechts schauen, die dritte von unten. Und Sie sehen hier, dass die Arbeitslosigkeit 2010 in Luxemburg bei den Jugendlichen deutlich über 15% lag. Und damit ganz nah bei dem europäischen Durchschnitt lag. Das ist die Linie, die blaue Linie darüber.
Sie sehen das in anderen Ländern wie Spanien, Griechenland, aber auch Frankreich, Belgien und so weiter, die Arbeitslosigkeit noch deutlich höher liegt. Die Jugendarbeitslosigkeit. Was ich persönlich einen Skandal finde, muss ich sagen, dass die Jugendarbeitslosigkeit in manchen Ländern fast die Mehrheit aller Jugendlichen betrifft oder doch so große Gruppen, Minderheitengruppen betrifft, dass eine ganze Generation von dieser Erfahrung gekennzeichnet ist. Was man, wenn man das in der zeitlichen Entwicklung anschaut, noch sieht, ist, dass sich hier in Luxemburg in den letzten 8 Jahren etwas sehr dramatisch verändert hat. Schauen Sie auf die Zahlen für 1999, 2000, 2001 und 2002. Da lag die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen in Luxemburg noch deutlich unter 10%. Und jetzt haben wir mehr als eine Verdopplung für die letzten 7, 8 Jahre. Also das ist ein deutlicher Indikator dafür, dass hier im Übergang zwischen Schule und Beruf, zwischen Bildungs- und Erwerbssystem etwas sehr schwierig geworden ist. Und es kommt etwas anderes hinzu, und das wollten wir Ihnen auch zeigen, hier anhand der temporären, also der zeitlich befristeten Arbeitsverhältnisse. Sie sehen diese dunkle, schwarze Linie. Da sehen Sie, für 2003 lag diese Linie noch ganz nah an der gestrichelten dunkelblauen Linie. Das heißt, befristete Arbeitsverhältnisse waren in der Jugendgeneration etwas höher als in der sonstigen Arbeitsgeneration in Luxemburg, aber nicht dramatisch höher. Und Sie sehen, dass sich das aber von etwas über 10% für 2003 auf über 30%, 35% 2009 erhöht hat. Das heißt, nicht nur der Übergang selbst wird schwierig, sondern wenn Jugendliche dann einmal auf dem Arbeitsmarkt sich platzieren konnten, dann haben sie aber mit einer größeren Wahrscheinlichkeit eher befristete Arbeitsverhältnisse, befristete Arbeitsverträge, die bald wieder zu Ende gehen können, die schnell auch eine Hire-and-Fire-Politik der Unternehmen unterstützen können und was natürlich insgesamt die Situation für Jugendliche deutlich schwieriger macht. Es kommt auch hinzu, dass wir, vielleicht sollte ich das noch sagen, es kommt natürlich auch hinzu, dass wir festgestellt haben, dass diese befristeten Arbeitsverhältnisse durchaus auch mit relativ niedriger Bezahlung einhergehen. Also im deutschen Sprachraum, im englischen Sprachraum sprechen wir hier von einer Prekarisierung. Das heißt, wenn etwas prekär ist, dann ist etwas sehr brüchig, sehr, sehr anfällig für Verfall. Und prekär ist diese Situation deshalb, weil die Jugendlichen oft so wenig verdienen, dass sie keine vernünftige Planung darauf aufbauen können und oft so geringe Laufzeiten in ihren Verträgen haben, dass sie darauf auch keine vernünftige private Lebensplanung machen können. Okay, aber genug der schlechten Nachrichten. Jetzt schauen wir uns die Wertorientierung der Jugendlichen in Luxemburg an. Wertorientierung ist ein Lieblingsthema aller Jugendforscher. Und das ist die erste Frage, die einem Politiker immer stellen: Welche Werte haben denn unsere Jugendlichen heute? Und die große Angst jeder Gesellschaft ist, dass die Jugend nicht mehr die Werte der Erwachsenengesellschaft teilt. Das ist klar, wenn man als Erwachsener an bestimmte Sachen glaubt, das ganze Leben darauf ausrichtet, die ganze Gesellschaft an diesen Werten orientiert, dann trägt man natürlich Sorge dafür, dass die nachwachsende Generation das übernimmt. Und der große Schock aller europäischen Gesellschaften war in den 60er Jahren, als sie feststellen musste, die Studentengeneration lehnt die gesellschaftlichen Werte ab. Sie versucht, sie zu revolutionieren, durch andere zu ersetzen. Das war, wenn man so will, eine traumatische Erfahrung der modernen Gesellschaft. Und deshalb sind Gesellschaften immer wieder beschäftigt mit der Frage: Was denken Jugendliche, woran glauben sie, was wollen sie erreichen? Wertorientierung der Jugendlichen in Luxemburg war für uns zunächst hinsichtlich von 2 Themen sehr spannend. Das eine Thema war, dass wir festgestellt haben, dass die Jugendlichen in Luxemburg im Schnitt genauso modern, genauso vielfältig sich an Werten orientieren wie Jugendliche in Amerika, anderswo in Europa, in Deutschland oder in Frankreich.
Das heißt, sie unterscheiden sich nicht wesentlich von Jugendlichen in anderen modernen Gesellschaften. Sie sind etwa zum gleichen Anteil wie Jugendliche in Deutschland oder in Frankreich daran interessiert, sich weiterzubilden, sich zu entwickeln, Erfolg zu haben, aber auch sich selbst zu entfalten. Deshalb steht auch Selbstentfaltungswerte da. Das ist der eine wichtige Punkt, den wir festgestellt haben. Und der andere Punkt war, dass es für Luxemburg so etwas wie einen Wertekonflikt oder einen Generationenkonflikt oder Generationenbruch, was die Werte angeht, nicht gibt. Das heißt, die traditionellen Werte, die die Erwachsenen sehr stark und sehr hoch schätzen, wie Treue, Familie, Wohlstand, Beruf, Fleiß auch, Anstrengen, damit man was erreicht, diese konventionellen, traditionellen Werte, werden von einem großen Teil der luxemburgischen Jugendlichen auch geteilt. Das heißt, hier haben wir tatsächlich eine Generation, die viele der Werte der Erwachsenengeneration auch weiterträgt. Aber sie kombiniert sie mit dem Neuen, was die junge Generation heute ausmacht, nämlich mit diesen Selbstentfaltungswerten. Also hier steht postmaterialistische Selbstentfaltung oder Selbstverwirklichung. Das heißt, es ist nicht nur das Materielle, das zählt, es zählen darüber hinaus auch Entfaltungswerte, Entfaltungsorientierungen, die für Jugendliche offensichtlich sehr wichtig sind. Was wir ebenfalls festgestellt haben, ist, es gibt durchaus Unterschiede zwischen Jugendlichen im Land, auch wieder nach Nationalität. Wir haben tendenziell bei Jugendlichen mit nicht-luxemburgischer Nationalität festgestellt, dass die eher konventioneller, traditioneller denken und fühlen, während bei den luxemburgischen Jugendlichen diese Selbstentfaltungs-, Emanzipationswerte etwas stärker ausgeprägt sind. Aber insgesamt, wenn man es über die Zeit sich anschaut, sieht man, dass es tendenziell ein Zusammenwachsen gibt von Jugendlichen, egal aus welchen Kulturen, egal aus welcher Nationalität sie kommen. Das heißt, tendenziell scheint es hin zu einer gemeinsamen Wertekultur sich zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, doch ein sehr positiver Indikator und auch etwas, was, glaube ich, Luxemburg nicht nur gut steht, sondern auch ein Ausdruck des Luxemburger Alltags, der Vielfalt und des Zusammenlebens ausdrückt. Dann haben wir einen weiteren Punkt, politisches Interesse. Auch das ist ein heißes Thema, gerade in Luxemburg, wo man ja nicht wählen darf, sondern wählen muss. Luxemburg ist eines der wenigen Länder, ich glaube weltweit, mit Wahlpflicht. Ich habe es nicht genau, aber Belgien weiß ich, Griechenland ist ja ein ganz schlechtes Beispiel, auch Belgien kein gutes Beispiel für den Erfolg dieser Maßnahme. Aber Luxemburg, wie gesagt, eine Demokratie mit einem monarchischen Überbau. Natürlich eine Demokratie, die ein großes Interesse daran hat, zu schauen, trägt denn die Jugend das weiter, was wir an demokratischen Strukturen aufgebaut haben. Nun, auch hier gilt, dass wir in Luxemburg feststellen, was wir in vielen anderen Gesellschaften, Demokratien Westeuropas auch feststellen. Es gibt ein rückläufiges Politikinteresse, vor allem ein nachlassendes Interesse an der konventionellen Politik, an der traditionellen Politik, das heißt an dem, was Parteien tun, was Parlamente tun, was die Regierung tut, die Ministerien tun und so weiter und so fort. Das nennen wir eine Rückgehendes politischen Interesses bezogen auf konventionelle Politik. Und ebenfalls, was die Handlungen angeht, Jugendliche sind nicht mehr so oft bereit, sich in Parteien einzuschreiben oder bei Wahlveranstaltungen mitzumachen, etc. Was angewachsen ist, ist das Interesse an unkonventionellen Partizipationsformen. Also an Partizipationsformen, die sehr viel spontaner geplant und durchgeführt werden können. Demonstrationen, Protestgruppen, Internetblogs, was auch immer. Hier gibt es ein größeres Interesse mittlerweile innerhalb der Jugendlichen.
Und was wir drittens noch hier mit hinzuzählen möchten, ist etwas anderes, nämlich die Partizipation, die in Luxemburg in den vielen Vereinen und Verbänden zu finden ist. Also das, was wir auf Parteiebene feststellen, deckt sich nicht mit dem, was wir auf der Ebene von Vereinen und Verbänden feststellen. Da sehen wir eine viel höhere Bereitschaft, sich zu engagieren, eine sehr viel größere Bereitschaft von Jugendlichen, aktiv mit anzupacken und aktiv auch die Arbeit in diesen Organisationen zu unterstützen. Also ein gemischtes Ergebnis, was wir hier haben. Zufriedenheit mit der Demokratie, das ist durchaus etwas, was man sehr häufig hier findet. Das heißt, insgesamt eine große Unterstützung der Demokratie, große Unterstützung demokratischer Werte, aber eben mit der Nuance, die ich vorgetragen habe, nämlich mit dem Hinweis, dass man in der jungen Generation auch vermehrt nach neuen Wegen sucht, sich einzubringen. Nach neuen Wegen, sich auszudrücken, mitzumachen, die auch besser zu den individualisierten Lebensstilen passen. Insofern haben wir Teile der jungen Generation, die hier durchaus bereit sind, dieses System, diese Demokratie weiter auch zu stützen und weiter auch bei ihrem Erhalt und Aufbau mitzuarbeiten. Aber wir haben natürlich in Luxemburg auch ein Problem, dass wir feststellen, es gibt Teile der Jugendlichen, an der geht diese ganze Frage gesellschaftlicher Ordnung, gesellschaftlicher Partizipation und demokratischer Struktur, an denen geht das irgendwie vorbei. Die haben überhaupt keinen Bezug zu dieser Welt, haben auch kein Verhältnis dazu, indem sie sagen, das ist auch Teil meiner Identität, meiner Lebensaufgabe, dass wir die Demokratie erhalten. Also wir erleben eben auch, dass ein Teil der Jugendlichen hier in Luxemburg mit all diesen Fragen von Demokratie und Partizipation sehr wenig zu tun haben wollen. Und das scheint mir eine wichtige Frage zu sein. Warum ist das so? Und bei welchen Gruppen ist das so? Wir haben unten ein bisschen aufgeschrieben, Migration, also ausländische Nationalität als Hintergrund spielt hier noch eine große Rolle. Also wer als Migrant im Land ist und zugleich noch seine Herkunftsnationalität hat, der fühlt sich immer noch nicht als voller Staatsbürger und wird natürlich auch nicht als solcher gesehen und hat natürlich auch nicht die Rechte als voller Staatsbürger und hält sich entsprechend doch sehr auf Distanz noch zu diesem System, auch vielleicht aus Angst, man könnte den Aufenthalt irgendwann wieder in Frage stellen. Migration, auch soziale Herkunft ist ein Problem. Jugendliche aus unteren sozialen Schichten fühlen sich oft überhaupt nicht in der Lage, hier mitzureden, zu partizipieren, sich einzubringen. Also Bildungsstatus spielt hier eine große Rolle. Nach wie vor spielt hier Geschlecht eine Rolle, aber diesmal so, dass die Mädchen eher seltener in dieser Form von Aktivität drin sind. Hat das was zu bedeuten für mich? Nein, ich meine, wir sind hier in einem nicht kirchlichen Raum. Okay, gut. Also ich bin auch im letzten Drittel meines Vortrags. Einstellung gegenüber Migration. Ein heißes Thema in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien. Ein Thema, das in Luxemburg nur ganz zögerlich und zaghaft untersucht wird, angesprochen wird. Viele in Europa staunen über Luxemburg, dass man hier mit 40-45% Migrationsanteil so friedlich zusammenleben kann und dass es keine nennenswerten, keine größeren Formen von Fremdenfeindlichkeit, von Rassismus gibt, die sich etwa in rechtsextremistischen Parteien, rechtsextremistischen Jugendkulturen oder ähnlichem oder rechtsextremistischen Hasstaten, Hass- und Gewalttaten ausdrücken würde. All das gibt es in Luxemburg in sehr geringem Ausmaße, wenn überhaupt. Wir haben nach Einstellungen von jungen Menschen gefragt. Wir haben gefragt, wie ist das mit euren Einstellungen? Und haben sie unter anderem gefragt, wie würden sie oder welchen weiteren Zuzug von Migranten würden sie begrüßen? Und da sehen Sie die Ergebnisse, die eigentlich nicht überraschen, dass
die Mehrzahl aller Jugendlichen überhaupt kein Problem damit hat, den Zuzug von Migranten mit gleicher oder vergleichbarer ethnischer Herkunft zu befürworten, wie heute schon die Mehrzahl der Luxemburger darstellt. Während dann, wenn man fragt, wie ist das, wenn die Menschen ganz andere ethnische Herkunft haben, dann sehen wir, dass der Anteil derer, die deren weiteren Zuzug befürworten, deutlich niedriger schon ist, mit 54%. Und es gibt so ein knappes 20% der Jugendlichen, die sagen, dass sie insgesamt jede Form der weiteren Migration ins Land sehr kritisch gegenüberstehen. Das heißt, große Schwierigkeiten damit haben. Das heißt, vor dem Hintergrund einer insgesamt, wie wir finden, doch sehr positiven, sehr weltoffenen Jugend erkennen wir aber doch, dass es zum Teil oder dass es eine Minderheit unter den Jugendlichen gibt mit Ambivalenz, mit negativen Haltungen gegenüber Migration, gegenüber weiterer Migration. Und ich denke, dass das auch eine Gruppe ist, die man sich genauer anschauen muss. Was sind die Hintergründe dafür? Sehen die sich viel stärker im Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze? Wir haben ja eben gesehen, 17% Arbeitslosenquote bei den Jugendlichen in Luxemburg. Das kann natürlich alles bei solchen Fragen eine wichtige Rolle spielen. Und als letzte inhaltliche Frage haben wir die Jugendlichen auch noch gefragt, was ist mit ihren Zukunftsperspektiven? Wie sehen Sie die Zukunft? Auch hier stellen wir fest, dass die Jugendlichen, ich will das jetzt mal karikieren, sehr brav sind. Das heißt, sie tun das, was ihre Eltern eigentlich erwarten, dass sie tun sollen. Sie strengen sich an. Sie streben nach hohen Bildungsabschlüssen, nach guten Berufen. Sie sagen, Familie ist mir was sehr Wichtiges. Sozialer Zusammenhalt ist mir sehr wichtig. Gesundheit ist mir sehr wichtig. Das heißt, hier haben wir auch, was die Lebensziele angeht, durchaus so etwas wie eine kulturelle Kontinuität zwischen der Elterngeneration und der Jugendgeneration. Und ähnlich ist es, wenn man fragt, wie sehen Sie Ihre eigene Zukunft, eher pessimistisch, eher optimistisch. Auch da sehen wir, dass der Optimismus eigentlich deutlich überwiegt und dass auch hier nur eine relativ kleine Minderheit sagt, das ist schwierig, ich weiß überhaupt nicht, was da werden soll und so weiter und so fort. Aber auch hier wieder diese Minderheit, die wir haben. Und wir sind im Moment dabei zu schauen, ob die gegenwärtige Finanzkrise und Wirtschaftskrise hier etwas in den Einstellungen und in den Zukunftsperspektiven von Jugendlichen verändert hat. Aber insgesamt, aber das müssen Sie aus Ihrer Sicht wahrscheinlich für jeder für sich beantworten, insgesamt haben wir zumindest eine doch relativ zukunftsoptimistische Jugend hier vorgefunden, mit einer Minderheit, die größere Probleme auf sich zukommen sieht. Ich komme zum Schluss und will noch mal ein paar Grundbemerkungen anführen, etwas sagen, was ich glaube, was Herausforderungen für Jugendliche sind. Für mich ist eine der größten Herausforderungen für die Jugendlichen, dass sie heute alle Bildungsabschlüsse machen, von denen sie nicht mehr wissen, was die auf Dauer wert sein werden. Das heißt, wenn Sie sich heute die politischen Papiere, die Bildungspapiere anschauen und wenn Sie sich anschauen, wie dynamisch die Wirtschaft sich entwickelt, dann stellen Sie fest, dass überall davon geredet wird, dass der Mensch der Zukunft ein Leben lang bereit sein muss zu lernen, sich weiterzubilden, sich weiter zu qualifizieren. Das heißt Flexibilität, neue Berufe ins Auge zu fassen und auch wieder neu zu lernen. Das scheint etwas zu sein, was auf die Jugendlichen von heute in Zukunft zukommen wird. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der den Jugendlichen sehr bewusst sein sollte. Als ich Abitur gemacht habe, konnte ich mich noch in der Gewissheit wiegen, das war es mit Lernen, was natürlich ein furchtbarer Fehler war. Es hat nie gestimmt, aber das war damals die Perspektive. Wenn man das gelernt hat, den Hochschulabschluss hat, dann geht es in die Arbeitswelt. Heute sagt Ihnen jeder, und was lernen Sie als nächstes? Das heißt, Flexibilität, weiter lernen, lebenslang lernen zu können und zu sollen, ist eine Herausforderung, mit der Sie in Zukunft konfrontiert werden müssen. Und damit verbunden, mit dieser Flexibilisierung verbunden, die Erwartung, dass Sie
immer mobil sind. Das heißt, dass sie bereit sind, für Arbeitsplätze, für ihre Karriere auch permanent den Standort zu wechseln, den Wohnort zu wechseln, in ein anderes Land zu ziehen und so weiter und so fort. Also Mobilitätserfordernisse sind sehr groß, mit denen sie konfrontiert werden in Zukunft. Diese Flexibilität und Mobilität, glaube ich, die macht sich für viele junge Menschen heute schon bemerkbar. Ganz unten sehen Sie den Punkt, den wir noch eingefügt haben, Patchwork-Biografien. Patchwork. Patchwork heißt, man stückelt etwas zusammen. Es ist kein konsistenter Entwurf, kein einheitlicher Entwurf, sondern es wird zusammengestückelt. Ich glaube, dass die Identitätsarbeit, die jeder Mensch von uns leisten muss, vor allem junge Menschen leisten müssen, das heißt, eine Antwort geben zu können auf die Frage, wer bin ich und was für ein Leben will ich führen und was soll mir das bringen, mein Leben, wozu will ich es so führen, wie ich es führe. Also diese Identitätsfragen, die werden in Zukunft für junge Menschen schwieriger werden, weil man sie mit der Situation konfrontiert, dass sie sich permanent weiterentwickeln müssen, dass sie permanent bereit sein müssen, auch umzusteuern, Neues zu lernen, neue Arbeitsplätze aufzusuchen, neue Wohnorte zu suchen und so weiter und so fort. Also in diesem Sinne glaube ich, dass hier eine Hauptaufgabe von Jugend heute auch ist, zu schauen, wie man mit diesen schwierigen Bedingungen von Identitätsgenerierung denn umgehen kann. Und dann gibt es zwei Punkte, die gerade auch in Luxemburg sehr wichtig sind. Das eine ist natürlich das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, auch ein ganz wichtiges Thema im Land. Auf die junge Generation wird als erste Generation zukommen, die Erwartung, die eigenen Lebensstile so zu organisieren und so zu planen, dass sie mit Nachhaltigkeitszielen vereinbar sind. Bis jetzt haben wir Nachhaltigkeit immer diskutiert, aber unseren Lebensstil so weitergeführt. Jetzt wird, glaube ich, der Druck viel stärker, die Lebensstile dieser Problematik und dieser Aufgabe anzupassen. Und die zweite wichtige Thematik, die ich sehe und wo ich denke, dass die Jugend in Luxemburg ein großes Potenzial hat, sie weiterzuentwickeln, das ist die Entwicklung von weltoffenen Einstellungen, von Orientierungen, die wirklich nicht an nationalen Grenzen Halt machen. Ich glaube, dass die Wertorientierungen, die wir hier gefunden haben, einen da sehr optimistisch stimmen können, dass das etwas ist, was auf einem guten Weg ist. Aber es ist auch etwas, was man als junger Mensch entwickeln muss. Die Welt, die globalisierte Wirtschaft verlangt von ihnen in Zukunft, dass sie diese Offenheit mitbringen und jeder, der diese Offenheit nicht mitbringt, wird dies als ein Handicap auf dem Weg zu Erfolg und auf dem Weg zu beruflicher Selbstverwirklichung erfahren müssen. Und mit diesem Wort möchte ich aufhören, mich nochmal herzlich bedanken für Ihre große Geduld und ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Danke, Helmut. Also für ein Déjeuner hatten wir nicht viel zu essen, aber viel zu verdauen. Dann wollen wir mal damit beginnen. Wer möchte sofort spontan eine Frage an Herrn Wilhelm stellen? Sonst mach erst eine Pause, oh, wenn du willst. Oder sollen wir einen kleinen Pause machen, 5 Minuten? Ja? Okay, wenn wir 5 Minuten Pause, dann fahren wir weiter, danke. Das ist ein Rhythmus in einer Show. Hey, ihr könnt vielleicht, die aus dem Managerial können vielleicht den anderen weisen, wann du Toilette hast, wann nicht, so können die das ja mal. Du hast mich aber viel länger reden lassen, als ich sollte, sehe ich ja, gerade. Okay, die werden ja aufmerksam. Die haben sehr gut zugehört. Das ist keine Ursache. Wenn jetzt die Hälfte eingenickt wird. Nee. Fand ich erstaunlich. Deshalb dachte ich dass, gar nicht, dass ich schon so lange geredet habe hier. Das war immer nur der Question, ja nicht. Er hat das irritiert, ja, tut mir leid. Ich nehme das immer persönlich und frage mich, was bedeutet das für mich? Das sind halt die alten Katholiken. Das ist der war so, der Junge, der war die ganze Zeit genervt und bei der Kathedrale, da kommt immer so ein kleines, eine kleine Melodie jede Viertelstunde. Ne? Hier ist das ja eigentlich noch ganz diskret. Ja. Und das ist ja auch so, daneben.
Aber solange der mit dem C herumreißt, muss er das nicht rein. Sehe ich auch so. Ja. Als verweigert dich davon, da bist du drin gefällt, ne? Dann, ja, du musst etwas essen. Nee, das geht schon. Ach, Gewein. Ah, den Asti. Ja, Asti. Auch für mich. Wird das gut gehen? Ja, ganz gut, ganz gut. Das war auch von Logi, die für ein bisschen, dass die Zeit ein Thema, die Suppe, die wir holen auch andere Themen. Die nächste Jahr hast du Philipp Poirier über Islam zu Lützburg. Das ist ein Idee, ganz bescheiden, für Etüden, die es gibt, mit anderen Leuten zu diskutieren. Ja, ist doch gut, fand ich eine gute Idee. Nächste Jahr hast du Poirier? Ja. Nee, die nächste Jahr hast du Roma. Roma macht dann die nächste. Das finde ich besser, ich dann aber. Nee, Du nur der Ausstrahl kannst du mir nicht. Wird das so lassen? Wurde der Ergebnis schon der Abgeber fehlgestellt? Ach jo, kennt ihr den du nicht? Den tun wir auch. Den Rapporto. Da kenne ich euch da. Ich gucke mal, ob ich Papier. Euro-Scheine mit euch. Kenne ich euch da. Ja, selbstverständlich. Ja, das haben wir ja für rund 2010 haben wir das im Ministerium auch da schon mal schon vorgestellt. Das ist schon 2010. Die Ergebnisse da nicht, nee, das da sind zum Teil rezente Ergebnisse, nee, aber das da aus dem großen Rapport, von dem ich geschwart habe. Was waren da Reaktionen kriegt? Ah ja, sicher. Wir haben ganz viel diskutiert auch mit dem Familienministerium und sie haben ja auch. Sie haben sich auch den Weg gemacht, ob der Grundlage der Jugendpolitik zu orientieren. Genau, das ist schon ein bisschen aber dran gemacht. Ja, sie haben ja einen ganzen Prozess von Debatten und von Diskussionen auch dort drauf abgebaut. Mit Leiden vom Terror, mit Jugendlichen und so. Und